Aufnahme. FM aus. Ja. Ich will mal hier gucken. Ja, also fahren darf ich hier. Das habe ich schon festgestellt. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich bin. Irgendwo zwischen Schwarmstedt und Rodewald. Mehr weiß ich nicht. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben hier. Und mal gucken. Das Navi zeigt mir Walachei an, aber der Weg ist ja noch geschottert hier und das ist auch nicht erst seit gestern. Wahrscheinlich war das früher irgendwann mal ein Durchgangsweg. Die Straße wurde immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner und jetzt sind wir auf dem Schotterweg. Mich würde es nicht wundern, wenn ich irgendwann mal in einem Sandweg oder Forstweg ende und dann umdrehen muss. Aber das glaube ich nicht, das Navi zeigt mir jetzt was anderes an, dann wird also die Straße wieder größer werden scheinbar. Mal gucken, lassen wir uns mal überraschen. Ich bin ja heute unterwegs, um nochmal, ich sag mal so sarkastisch, das letzte Sommerwetter auszunutzen. Wir haben aber doch angenehme 11 Grad gehabt, seit ich losgefahren bin. Und meine Frau ist nicht zu Hause, da habe ich mir gedacht, dann fahre ich nochmal so 2-3 Stunden spazieren. Spricht ja auch nichts dagegen. Und solange wie es von oben trocken bleibt, machen wir mal los. Ah ja, nach vorne werden die Straßen tatsächlich wieder größer. Das sind jetzt hier Wege, Straßen, was auch immer, in meiner Heimat, die ich versuche zu erkunden, die ich einfach nicht kenne, obwohl ich hier in dieser Region groß geworden bin und seit jeher hier lebe. Ich bin mal locker vielleicht 20 Kilometer von zu Hause entfernt und mein ganzes Leben hier noch nicht gewesen. Das heißt, da ist irgendwo auch Nachholbedarf und genau aus diesem Grund, um das kennenzulernen, habe ich mir diese CRF gekauft, mit der man auch problemlos solche, in Anführungsstrichen, Straßen fahren kann. Hier gibt es tatsächlich Heidelbeerplantagen in der Ecke. Und das sogar ziemlich viel. So, was machen wir nun? Keine Ahnung, was wir nun machen. Wo gehe ich das hier hin? Ich weiß es nicht. Fahren wir nahe Gilten, steht da. Ah, wurscht, fahren wir geradeaus. Oder? Nee, wir fahren rechts. Das sieht vielversprechender aus. Ich habe keine Lust, schon gleich wieder in eine Ortschaft zu kommen. Ich will was sehen. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich umdrehen muss. Aber da sind wir noch weit von ab. Oh, wollen wir ein bisschen im Stehen fahren. Mit den Löchern ist das, glaube ich, ganz angebracht. Upsala. Ja, mit der richtigen Maschine kann man auch hier ein bisschen fahren, nicht? Hoppala. Oh, da steht ein Auto, ich bin ja nicht alleine. Das heißt, das geht dann noch weiter. So, ich
will keinen Stress haben, also fahren wir ein bisschen langsamer runter vom Gas. Wo kommt der denn her? Was macht der denn hier? Marquardt, ein Autohändler. Ist ja eigenartig. Mitten im Busch. Naja, da ist schon wieder Straße angesagt. Nee, ist doch kein Asphalt. Bleibt im Schotter. Also ich suche jetzt speziell solche Wege. Ich fahre seit 40 Jahren Motorrad, aber immer nur der schönen Wetterfahrer, immer nur schön auf der Straße, und das soll sich jetzt ändern. Ich suche diese Wege zum Lernen, zum Üben, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin da unerfahren in Offroad, weil ich nächstes Jahr das Ziel habe mit dem Motorrad nach Gibraltar. Und wenn die Zeit und das Geld es zulässt und die Gesundheit zulässt, nach Marokko rein in die Wüste. Und da ich natürlich auch heile nach Hause kommen möchte, will ich hier auf diesem Wege ein bisschen üben, die Art und Weise durch Offroad fahren. Mich diesbezüglich auch zu einem Adventure-Kurs angemeldet, der im Mai stattfinden soll. Ich hoffe, das wird auch funktionieren. Und die Anmeldung läuft über Honda und ausgeführt wird das über ein ADAC in Mainz oder bei Mainz. Freue ich mich natürlich schon drauf, aber ganz billig ist das auch nicht. Ich hoffe, dass ich so viel lerne, dass ich dann auch ohne Probleme durch die spanische Wüste durchkomme. Und wie gesagt, wenn die Zeit und alles andere es erlaubt, würde ich auch gerne an der Rande der Sahara anfahren. Weil die fängt ja in Marokko an. Und wer sich so ein bisschen geografisch auskennt, zwischen Europa und Afrika, liegen nur 13 Kilometer Luftlinie. Die Meerenge von Gibraltar. Mit einer Fähre ist man in 20 Minuten drüben. Und circa Mitte Marokko ungefähr 300, 400 Kilometer, 500 Kilometer von der Nordküste von Marokko entfernt Richtung Afrika rein, sage ich mal so ganz blöde, fängt die Sahara an. Also ist die gar nicht so weit von uns zu Hause entfernt. Die Erlaubnis von meiner Frau habe ich schon bekommen. Sie fliegt mit den Jungs nach Alicante, so wie das aussieht, Südspanien. Und wenn der Flieger dort landet, möchte ich auch dort sein, weil ich fahre nämlich eine Woche vorher los. Und da wollen wir uns da treffen. Und ich hoffe, dass diese blöde Corinna uns da keinen Strich durchmacht, dass das alles funktioniert. Wird dann mein erster, ich sag mal, Extremurlaub mit dem Motorrad. Wir werden sehen, was die Zeit bringt. Ja, das Offroad ist hier schon beendet. Hier haben wir wieder Asphaltstraßen und gleich kommt schon wieder ein Dorf. Also könnte sein, dass das Eilte ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Werden wir gleich sehen. Diese komischen Silos da, die sagen mir, das ist Eilte. Kreis Hohenhagen. Aber gleich muss ein Schild kommen. Nee,
Halten, Alter. Gut. Eilte ist das Nachbardorf. Da geht's jetzt hin, wenn ich hier links abbiege. Das machen wir auch. Ja, so ein bisschen läuft die Nase doch. Also so richtig warm ist es natürlich heute nicht mehr, nicht? Ich gehe davon aus, dass wir jetzt so zwischen 8 und 10 Grad haben. Aber die Kleidung, die ich anhabe, ist bombastisch. Und außer kalte Finger habe ich im Moment gar nichts. Und kalte Finger auch nur an der rechten Hand. Mit der linken muss ich ja oft genug die Kupplung ziehen. Hahaha. Ha, ha. So, die Uhr ist da noch auf Sommerzeit. Wir haben es jetzt also 15.50 Uhr und keine 16.50 Uhr. Ich habe hier nicht umgestellt, das werde ich auch nicht machen. Schauen, wo uns die Nase noch hinführt. Ganz weit werde ich heute nicht mehr fahren. Mal gucken, dass ich pünktlich zum Abendessen zu Hause bin. Also ich denke mal, anderthalb Stunden hier so ein bisschen rumdackeln. Das nehmen wir noch mit. Also ich vermute mal, dass ich jetzt hier irgendwie so Richtung Nienburg oder sowas und dann geht es wieder nach Hause. Dann haben wir heute 100 Kilometer ungefähr. Oh ne, wir jetzt schon 40. Ja, komm auf 120, 130 Kilometer. Das reicht ja auch. Man muss ja nicht immer gleich 300, 400 fahren. Hier rechts kommt man nach Bierde. Aber das kenne ich schon alles, da bin ich schon oft gefahren. Dann muss ich jetzt nicht normal lang, falls wir hier weiter. Hier kommen wir nach Gretem. Die Hauptstraße kenne ich auch schon zur Genüge. Aber ich muss ja keine Hauptstraße fahren. Das Navi sagt, ich kann auch anders fahren. Dann machen wir das doch einfach mal. Wir sind doch nicht gezwungen, da lang zu fahren. Ach, Gretem heißt das und nicht Gretem, genau. So, hier darf ich, dann mache ich das. Freundlich grüßen, man will ja keine Probleme haben. Hier stehen sogar noch Häuser. So. Wo das hier endet, keine Ahnung. Lass dich über das denn. Auf jeden Fall geht ja noch eine Straße weiter. Da ist auch noch was, da muss es auch noch mehr kommen.
Das kann ja noch nicht alles gewesen sein. Dank meiner lieben Frau, die ja nun auch selber Motorrad fährt, wenn auch nicht so intensiv wie ich, aber sie fährt zumindest. Ja, habe ich das Glück, dass ich Verständnis ernte und auch fahren darf. Andere Frauen sagen, nein, ohne mich fährst du nirgendwo hin, und da haben die Männer nicht ganz so viel zu sagen. Jetzt winken wir nochmal. Gibt es wenigstens keinen Stress. Kennt die zwar nicht, die mich auch nicht, aber man ist ja freundlich. Das sind zwar erlaubte Wege hier, aber man muss ja nicht wilde Sau spielen. Man will ja auch irgendwann nochmal wieder hier vielleicht fahren dürfen. Und wenn man sich in der Feldmarkt oder Feldforstgebieten daneben benimmt, kann man noch mal ganz schnell Ärger mit irgendwelchen Forstämtern bekommen oder mit irgendwelchen Landwirten, und da habe ich keine Lust zu. Also verhalten wir uns ruhig, sinnig und sachlich. Wollen wir aber doch mal sehen, wo wir hier ankommen. Oha, oha, oha. So. Das Navi sagt geradeaus, ist Feierabend, aber da gibt es noch Rote Wald. Wolfstein, 770 Meter. Ich fahre da einfach mal weiter. Ja. Ups, das war aber schwierig da eben. Oha, 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 oha. Diese Asphaltdecke ist aber auch schon uralt. Und ab hier ist kein Asphalt mehr. Schotter. Es soll ja hier irgendwo der Stein kommen. Eigentlich. Die 770 Meter dürfte ich ja schon gleich durch haben. Was ist das hier? Hier ist er. Dann halten wir doch mal an. Gut, ja, da machen wir einfach mal ein Foto von. Und ich würde mal sagen, ups, irgendwann mal mache ich wieder an.